Ein mit Swarovski-Kristallen veredeltes Tischtennisholz? Genau das Richtige für einen Geblocktest. Das Ticor Stardust Skull Black der koreanischen Marke T-Mount ist schon auf den ersten Blick ein echter Exot. Zusammen mit den Swarovski-Kristallen, die in den Griff eingelassen sind, ist das siebenschichtige, carbonfaserverstärkte Offensivholz ein echter Hingucker. Mit knapp 180 Euro hat das Werk aber auch einen stolzen Preis. Gewichtsmäßig zeigt die Waage etwa 86 Gramm an. Beim 5+2 Furnieraufbau liegen Zylon-Carbonschichten direkt unter einem Koto-Außenfurnier, was für einen knackigen Ballanschlag sorgen soll. Das Stardust ist schnell, hart und direkt. Auffällig ist der extrem große Sweet Spot. Parallel dazu schauen wir uns den Ace 2 an, einen spinfreudigen Offensivbelag mit einem 47,5 Grad harten Schwamm, der im ungeschnittenen Zustand etwa 68 Gramm wiegt und für regulär knapp 50 Euro daherkommt. Das Stardust überrascht im ersten Moment doch etwas durch seine, für ein Carbonholz dieser Härteskala, relativ niedrige Steifigkeit. Man hat beim Schlagen also das Gefühl, dass die Schlagfläche leicht flexibel ist und somit etwas nachgibt. Dies führt dazu, dass sich das Holz eben nicht wie ein Carbonprügel spielt, sondern deutlich mehr Gefühl bietet. Im tischnahen Topspin-Spiel erzeugt das Teil zusammen mit dem Ace 2 eine solide Portion Spin bei hohen Tempowerten. Im tischnahen Blockspiel wirken frontale Treffer eher etwas dämpfend, was unserer Meinung nach durchaus der Kontrolle zugutekommt. Leichte Schwierigkeiten mussten wir bei der weichen Eröffnung auf Unterschnitt feststellen, die aufgrund des fehlenden Katapulteffektes nicht ganz so leicht von der Hand geht. Die Kombination kommt vor allem beim Topspin-Spiel aus der Halbdistanz so richtig in Fahrt. Uns hat hier in erster Linie die enorme Dynamik und das gewaltige Spin-Potenzial überzeugt. Auffällig ist, dass die Ballbeschleunigung eher bei tangentialen Treffern einsetzt, während das Tempo im frontalen Spiel tendenziell eher etwas magerer ausfällt. Was der Ace 2 in Sachen Spin-Entwicklung zu leisten vermag, hat uns persönlich wirklich überrascht. Gerade im tischfernen Topspin-Duell kann man damit stark gebogene, giftige Flugbahnen hervorzaubern, die dem Gegner kaum eine Chance zum Durchatmen geben. Tja,
Ob man sich letzten Endes ein Holz wegen der Swarovski-Kristalle kauft, ist sicher fraglich. Das Stardust bietet aber auch abseits der optischen Veredelung mit seinen inneren Werten, bei denen vor allem die Schnelligkeit, aber eben auch der relativ flexible Ballanschlag hervorzuheben wären, ein paar Leckerbissen für jeden aggressiven Topspin-Spieler. In der Kombination mit dem äußerst spinfreudigen Ace 2 macht das Teil jedenfalls einen sehr interessanten Eindruck.